wenn man vollständig ignoriert wird, wenn die durch einen durchgeguckt haben. Das war am allerschlimmsten. Obdachlose werden mit Messern angegriffen, die werden im Schlaf die Haare angezündet, die Zelte werden in Brand gesetzt. Und dann war da Weihnachten unter der Brücke. Frieden, Liebe und Harmonie. Das war mein schönstes Weihnachtsfest. Hört sich bescheuert an, aber das war das schönste Weihnachtsfest in meinen ganzen 53 Jahren. Ja. Willkommen zu einem neuen Webshow-Spezial In meiner Haut. Und wir haben auch heute wieder einen ganz tollen Gast bei uns, André Hoog. Du warst obdachlos für 15 Monate, hast darüber auch ein Buch geschrieben. Erstmal schön, dass du da bist und mit uns über dieses Thema sprichst. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Jetzt erzähl uns doch erstmal kurz, wie kam es denn dazu, dass du obdachlos geworden bist und wie sah dein Leben vorher aus? Ich hatte ein recht cooles Leben. Ich bin so ein Wandervogel, ich bin in vielen Ländern der Welt gelebt, 2 Jahre in Schweden und dann 8 Jahre auf den Kanarischen Inseln, auf Gran Canaria. Da war ich dann zuletzt auch. War verheiratet, hatte eine eigene Firma, also als Webdesigner, Grafikdesigner, habe Webtexte geschrieben, ganz viele. Und hatte ein cooles Leben eigentlich. Und dann verließ mich meine Frau und ich kam damit überhaupt nicht klar. So Knall auf Fall ist sie einfach von einem Tag auf den anderen zum anderen Mann gegangen. Und das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, habe Depressionen gekriegt und so 1,5 Jahre später dann auch den Alkohol kennengelernt, bin sehr schnell alkoholabhängig geworden, habe mich damit so selbst therapiert. Mir ging es wirklich furchtbar schlecht. Also emotionaler Schmerz kann körperlich werden, sage ich immer. Und ich habe mich teilweise gekrümmt, so schlimm war es. Und der Alkohol hat das genommen. Und dann habe ich angefangen, eben sehr viel Alkohol zu trinken. Und irgendwann war dann mein Geld zu Ende. Ich hatte noch 1000 Euro auf dem Konto. Und hatte jetzt die Wahl, entweder ich zahle jetzt alle meine Rechnungen, die so anfallen jeden Monat, und bin dann so Juti pleite. Oder andere Optionen, ich gehe zurück nach Deutschland und versuche irgendwie mit Hartz IV, Sozialsystem, das schwirrte so irgendwie im Hinterkopf diffus rum. Und habe mich dann so ganz schweren Herzen für Letzteres entschieden. Bin dann hier nach Berlin gekommen und der Plan mit dem Sozialsystem, der hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Also erstens wurden mir nach kurzer Zeit alle Papiere gestohlen, bin dann erstmal eingeschlafen, habe Gran Canaria nur mit dem Rucksack verlassen, da ist naturgemäß alle drin, was man so mitnimmt, wenn man sein Leben zurücklässt. Und zudem auch noch schwer depressiv, hochgradig schon alkoholkrank damals. Und in der Situation, denn auch ich war ja gleich auf der Straße und musste mich da erstmal orientieren. Das war ein enormer Stress, das war eine ganz stressige Zeit. Wie lebt man denn auf der Straße? Wie ist ja keiner? Wusste ich ja auch damals nicht. Und dann habe ich das, irgendwann habe ich dann resigniert und habe mich dann damit abgefunden, so jetzt bist du amtlich ein Obdachloser, jetzt bist du draußen, jetzt bist du ein Penner, ja. Erinnerst du dich noch an die erste Nacht oder den ersten Tag, als du obdachlos warst? Da gab es 2 Situationen. Also erstmal die erste Nacht draußen. Dann stand ich eines Morgens früh um 8, weiß ich noch, in der Nähe der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz und guckte mich um. Ich wusste nicht, wie es weitergehen soll. Und die erste Nacht, das war so ein Wetter wie heute, so Schneeregen. Und bin dann so mit einer Jeansjacke in dieser kalten Februarnacht hier durch Berlin geeiert. Kein Schlafsack, keine Isomatte. Und dann habe ich noch bis um 4 vorm U-Bahn-Gitter gesessen, schreibe ich auch in meinem Buch. Das war so die erste Nacht und war schlimm, ja. Der Moment auf den Alex, das war ein ganz schlimmer Moment in meinem Leben. Da kriege ich jetzt gerade auch, wenn ich drüber spreche, zieht's im Bauch. Ja, Gänsehaut. Wir haben gerade über die Nacht gesprochen. Wie sah denn so dein Tagesablauf dann aus? Naja, ganz am Anfang musste ich mich erstmal orientieren. Was macht, wovon leben denn Obdachlose? Wisst man ja nicht. Ich wusste, die betteln. Ne? Und habe es dann damit versucht, hatte mich in der Magdalenenstraße in Zwischendeck gesetzt mit dem Becher. Aber da kam ganz, ganz wenig Geld zusammen. So 3, 5, 7 Euro. Und das reicht ja für Jahre nicht. Und da saß so ein anderer Obdachloser mit so einem Hund, mit der Hund die Sonnenbrille auf, das weiß ich, oder wie heute. Und dann habe ich den angesprochen. Und der mochte mich gut leiden. Und da haben wir so einen Deal gemacht. Ich versorge ihn mit Bier. Und er erklärt mir, wie das Leben auf der Straße funktioniert. Dann bin ich noch später in einer Notunterkunft gelandet. Da hat mich jemand, so ein junges Paar, die haben mich da hingebracht. Die haben mich beim Schnorren angesprochen. Und da habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich da am Berliner Hauptbahnhof eingeführt hat. Aber dadurch, dass ich da gleich die richtigen Leute kannte, hat das relativ gut funktioniert. Ist denn die Zusammengehörigkeit gut oder wie würdest du sie beschreiben unter Obdachlosen? Man kommt ja aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen mit den unterschiedlichsten Backgründen und wird dann da zusammengewürfelt. Und da ergeben sich schon mal so ein bisschen Synergien, sag ich mal. Also in meinem letzten Winter, da waren wir so ein harter Kern. Und wir haben da direkt unterhalb des Bundestages an der Spree unter dieser Brücke geschlafen. Und da waren wir so eine Truppe, so 6, 8 Leute. Immer, wir haben gut zusammengehalten. Aber diese Bündnisse, die sind auch sehr fragil. Also der mit dem du heute gut befreundet bist, mit dem du heute noch Platte machst. Also man hat seine Schlafplatte, den Schlafplatz in der Nacht und seine Schnorrplatte ist der Tafelplatz, wo man sich am Tage aufhält. Und der, mit dem du heute noch die Schlafplatte teilst, der kann morgen schon dein schlimmster Feind sein. Das ändert sich alles sehr. Also nee, so Zusammenhalt. In gewissen Grenzen, ja. Aber man weiß immer nie, was morgen ist. Hast du dich geschämt, obdachlos zu sein? Am Anfang, ja. Also das erste Mal, jemanden um Geld zu bitten, das war furchtbar. Ich weiß das noch ganz genau. Ich bin aufgestanden und auf halbem Weg wieder umgedreht.
Und nochmal. Und habe Alkohol getrunken, dass ich so ein bisschen die Hemmungen verliere. Und dann das erste Mal, als ich vor ihm stand, ich habe da vor mich hin gestottert, ich konnte mein Anliegen überhaupt nicht klar artikulieren. Das war so peinlich. Wenn man jemanden um Geld bitten muss, man gibt jedes Mal eine komplette Bankrotterklärung ab. Ich habe versagt, ich kann nicht mehr für mich selber sorgen. Und auch die Reaktionen der Leute sind nicht immer schön. Gab es denn trotzdem vielleicht auch mal glückliche Momente in dieser Zeit? Ach klar, die gab es auch zwischendurch mal, sicher. Man freut sich da über andere Dinge als jetzt. Da ergaben sich da auch kurze Gespräche, wenn Leute mir ein bisschen Zeit geschenkt haben und Aufmerksamkeit geschenkt haben. Manchmal gab es auch so kleine Glücksmomente. Im letzten Winter haben wir mal Weihnachten gefeiert unter der Brücke. Ein Kollege hat so einen kleinen Weihnachtsbaum irgendwo gefunden, den irgendjemand weggeworfen hatte. Den haben wir mit Lametta behängt und so Kerzen davor gestellt und ein Plüschtier. Und ein tschechischer Kollege von damals, der hat einen ganzen Eimer Kartoffelsalat gemacht, selbst gemacht natürlich. Ich habe Wiener Würstchen gekauft. Und dann war da Weihnachten unter der Brücke. Frieden, Liebe und Harmonie. Das war mein schönstes Weihnachtsfest. Hört sich bescheuert an, aber das war das schönste Weihnachtsfest in meinen ganzen 53 Jahren. Ja. Du hast gerade die Reaktion von den Leuten angesprochen. Was war denn vielleicht das Schlimmste für dich von den Reaktionen anderer Menschen? Oder was hat dich besonders geschmerzt? Ignoranz, das war das Allerschlimmste. Wenn man am Hauptbahnhof jemanden angesprochen hat, freundlich, und dann... Wenn man vollständig ignoriert wird, wenn die durch einen durchgeguckt haben, das war am allerschlimmsten. Also ich habe da dolle Dinge erlebt. Beschimpfungen gehören sowieso dazu. Wo ab, du Penner, je arbeiten. Oder Tätigkeiten, geschlagen worden, angespuckt worden. Das habe ich alles erlebt. Aber diese völlige Nichtbeachtung, das war immer das Allerschlimmste. Ja. Es gibt natürlich so ein allgemeines Denken, dass Obdachlose natürlich ihr Geld nur für Alkohol und Drogen ausgeben. Was entgegnest du diesen Menschen? Die haben recht. Das war, machen Obdachlose. Aber auch aus dem ganz einfachen Grund, viele Obdachlose sind alkoholkrank. Ja? Diese Entzugserscheinungen durch den Alkohol, die man erleidet, oder auch durch andere Drogen, Heroinsucht ja zum Beispiel, das ist ein ganz furchtbarer Zustand. Also man erleidet lieber Hunger, als diese Entzugserscheinungen zu tragen. Man kann sterben an einem Alkoholentzug. So schlimm ist das, was auch regelmäßig passiert. Besonders in diesen Notübernachtungen, wo zum Beispiel ein striktes Alkoholverbot ist. Und ich war damals zum Beispiel so hochgradig abhängig, ich wurde nach 4 Stunden bereits entzügig. Nach 8 Stunden ging es mir schon schlecht. Und ja, natürlich, wenn jemand so suchtkrank ist, man braucht diesen Alkohol dringender als die Luft zum Atmen, dann kauft man sich natürlich Alkohol. Aber auch Obdachlose, das Leben auf der Straße, ist ein sehr teures Leben. Leute wie wir heute mit Wohnung, wir gehen in den Supermarkt, kaufen günstig Lebensmittel ein, können die uns zu Hause zubereiten, haben dann leckeres Essen. Das sind alle Möglichkeiten, die hat man als Obdachloser nicht. Also muss man zur Bäckerei gehen oder muss an einen Imbiss gehen und da entsprechend die hohen Preise für Lebensmittel bezahlen. Auch Toilettengang heute, man geht zur Toilette, alle gut. Als Obdachloser, die Bahnhofstoilette kostet 1 Euro. Oder Duschen am Bahnhof. Fahrkarte muss man als Obdachloser auch kaufen. Dann wirst du beim Schwarzfahren erwischt, bei Obdachlosen. Da gibt es dann die 60 Euro Strafe. Nach 14 Tagen durch das Schreiben von einem Kassobüro sind schon 120 Euro. Und durch Mahnkosten etc. laufen da 350 Euro auf. Und da bei Obdachlosen immer ein Tagessatz von 10 bis 12 Euro angesetzt wird, gehen die dafür einen ganzen Monat ins Gefängnis für eine Schwarzfahrt. Ja, sie geben ihr Geld für Alkohol aus, ja, aber sie brauchen auch noch Geld zum Essen, für die Toilette, für die Fahrkarte. Man will mal einen Kaffee trinken oder eine Tafel Schokolade essen oder ein Obst essen und so. Das kostet alles Geld. Wenn die Leute hier noch geben und auch immer deutlich mehr als die 20 oder 50 Cent. Man kann gerne 2, 3, 5 Euro geben. Ich gebe immer 10. Wenn mich jemand anspricht und ich jemanden sitzen sehe, der kriegt grundsätzlich 10 Euro von mir. Und das ist eine Größenordnung, wie man Obdachlosen helfen kann. Überleg mal selbst, wie weit reicht ihr mit 20 Cent? Das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil man fragt sich oft, ich frage mich auch, was ist denn das Beste, was man jetzt geben kann? Also gibt man Geld, kauft man was zu essen oder was zu trinken? Wie kann man am besten helfen vielleicht? Geld geben. Geld geben ist auch Würde geben. Ja. Oder noch viel cooler, den Obdachlosen fragen, was er gerade braucht. Dem auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit, ihn wahrnehmen wieder. Das ist viel toller. Jetzt leben natürlich viele Obdachlose mit Tieren auch auf der Straße, also mit Hunden vorzugsweise, und können sich dabei fast kaum selbst versorgen. Wie siehst du das? Also tatsächlich sind es gar nicht so viele. Die werden bloß öfter wahrgenommen. Na, kann sein. Und die Tiere, die versorgen sich eigentlich von selbst. Ich habe mal am Alexanderplatz gelebt, ein Vierteljahr. Und da war ein anderer Obdachloser mit Hund. Und die Leute geben viel eher für ein Tier was als für einen Menschen. Wir hatten so viel Hundefutter bekommen. Wir haben es schon den ganzen Tag an andere Obdachlose weiterverschenkt und mussten abends einen Einkaufswagen klauen, um das abzutransportieren. Und abends auf dem Schlafplatz haben wir ernsthaft darüber diskutiert, ob man Hundefutter essen kann, weil wir nichts hatten. Gibt's was hast du als Obdachloser am meisten vermisst? Und gibt es vielleicht auch was du heute vermisst aus der Zeit damals? Ja, das gibt es. Was ich als Obdachloser vermisst, ganz viel.
zu Hause, ein warmes Bett, Sicherheit. Sicherheit ist ein ganz schweres Thema auf der Straße. Also nachts, man muss immer ein Auge offen lassen, also wirklich. Und auch am Tage, es kann jeder, also auf der Straße kann jederzeit alles passieren. In jedem Moment auf der Straße kann jederzeit alles passieren. Du musst immer mit dem Schlimmsten rechnen. Und das passiert auch regelmäßig. Ja, als Mensch wahrgenommen zu werden, das hat mir gefehlt. Und was ich heute noch vermisse, die Freiheit als Obdachloser. Man, also das ist so in unserer heutigen Gesellschaft. Also man kann nicht freier sein als Obdachloser. Keine Miete, keine E-Mails, keine Rechnungen, kein Finanzamt, kein bla, was auf uns einprasselt hier jeden Tag, Gelderwerb. Also du sprichst schon auch viel das Thema Gewalt an, ne? Also ist das, hast du da selber auch also teilgenommen? Also du sagst selber auch erlebt natürlich, aber man muss sich richtig verteidigen, man muss für sich. Ja, also ich hatte meine Nacht in Hannover, da bin ich dadurch hier weg worden. Wir schliefen in der Nähe des Hauptbahnhofs unter einer Brücke. Und dann bin ich dadurch geweckt worden, dass mir jemand an den Kopf getreten hat. Und mit solcher Wucht, dass mir hier alle Zähne abgebrochen sind. Und ich wusste auf der Straße, wenn ich am Boden bleibe, da kann alles Mögliche passieren. Ich wusste ja nicht richtig, was passiert ist. Ich habe mich abends vorm Schlafen hier immer noch schwer betrunken, dass ich die Nacht überstehe. Und dann der Tritt an den Kopf. Aber ich wusste, wenn ich am Boden bleibe, dann treten die mich hier vielleicht zusammen und ich kann gar nichts dagegen machen. Und hab's dann auch noch geschafft, wieder auf die Füße zu kommen. Aber eben schlaftrunken, besoffen, Tritt an den Kopf. Stand da irgendwie vor dem. Und dann hat er meine Bierflasche genommen, die bei mir am Schlafsack stand, hat die zerschlagen und hat versucht, die mir ins Gesicht zu stechen, mit aller Gewalt, immer wieder. Und ich hatte natürlich nur die nackten Hände, um das abzuwehren. So ein paar Mal konnte ich so am Unterarm abgleiten lassen, aber das hat nicht immer geklappt. Manchmal konnte ich eben bloß die Hand davor halten. Und die beiden Finger sind heute noch steif, also von dieser Aktion. Also stand auch zweimal zur Debatte, mir die Hand zu amputieren. Ich habe da noch eine schwere Infektion reingekriegt. Und das passiert dauernd. Obdachlose werden mit Messern angegriffen, die werden im Schlaf die Haare angezündet, die Zelte werden in Brand gesetzt. Da passieren die deutschen Sachen jeden Tag. Vielleicht gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, passiert das irgendwo in Deutschland. Ja. Jetzt haben wir über den dunkelsten Teil der Erfahrung natürlich auch mitgesprochen. Du hast es geschafft, aus der Obdachlosigkeit rauszukommen. Wie ist dir das überhaupt gelungen? Der Alkohol hatte mich so massiv in der Gewalt. Ich hab mal so gesessen und habe mir mal so einen Tagesablauf ohne Alkohol vorzustellen versucht. Das gelang mir nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich resigniert und habe gesagt, na gut, dann stirbst du jetzt eben. Und habe mich eigentlich darauf gefreut. Ich war auch dieses ewige Leiden, dieses ewige Kämpfen, immer diese ewigen Anstrengungen. Ich war leid. Und ich hatte eh auch keine Perspektive, da jemals wieder wegzukommen. Das wusste ich damals ja alles noch nicht. Und dann bin ich eigentlich nur noch zum Hauptbahnhof hochgefahren, jeden Tag, und habe auf den Tod gewartet. Und da kamen zwei junge Frauen an den Hauptbahnhof und haben mich zu einer Alkoholentgiftung überredet. Und das war so die Initialzündung. Ich habe mir dann vom Krankenhaus aus einen Platz in einem Obdachlosenheim besorgt. Musste mich da auch erstmal von diesem ganzen Stress der Straße erholen. Das hat auch mehrere Monate gedauert. Ich habe ganz viel geschlafen, gelesen. Und dann habe ich dann auch festgestellt, so, also wenn ich jetzt irgendwann wieder auf die Beine kommen will, dann muss ich das eben selber in der Hand nehmen. Habe mir dann wieder eine Wohnung besorgt, habe eine Million Wohnungsbewerbungen geschrieben als ehemaliger Obdachloser. Ich hatte Glück, ich hatte wenigstens eine saubere Schufa, aber bei vielen Obdachlosen gibt es eben aus dem alten Leben vor der Obdachlosigkeit eben noch Mietschulden, die auch in der Schufa stehen. Also Obdachlose, als Obdachloser eine Wohnung zu kriegen, ist fast nicht möglich. Ich habe das dann eben geschafft mit ein bisschen Glück, habe mir dann auch wieder ziemlich zeitnah eine Arbeit gesucht, war dann Kreditberater bei einer deutschlandweiten Kreditberatung, habe auch Glück gehabt, wieder einen guten Job zu kriegen. So als Obdachlosigkeit im Lebenslauf, da wirst du Lagerarbeiter oder Straßenkehrer, also ohne die Jobs jetzt zu diskreditieren, aber... Hast du noch Wünsche und Ziele für die Zukunft? Ja, also mein Traum von mir persönlich, vielleicht im nächsten Jahr, wenn das alles gut geht, will ich mir ein Expeditionsmobil kaufen und durch Europa fahren. Die Freiheit, Schön. Die ich als Obdachloser kennengelernt habe, die will ich mir wiederholen. Ja. André, vielen, vielen Dank, dass du uns so tiefe Einblicke in dein Leben auf der Straße gegeben hast. Mehr dazu kann man auch noch mal in deinem Buch lesen, Unter freiem Himmel. Also ein wirklich sehr berührendes Gespräch, und ich glaube einfach, man muss noch mal ganz klar sagen, jetzt besonders auf Grundlage deiner Erzählungen, Obdachlose sind auch Menschen, nicht ignorieren, ansprechen, Geld geben im Zweifel. Und vielen Dank wirklich, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne.